Gewalt innerhalb einer Beziehung oder häusliche Gewalt kann schnell ausarten und schwere Folgen haben. Informieren Sie sich hier über Ihre Möglichkeiten. Die wichtigste Einsicht bei psychischer oder physischer Gewalt ist, dass das Opfer keine Schuld trägt. Suchen Sie sich daher umgehend Hilfe. In manchen Fällen kommt es bei einer Trennung zum Rosenkrieg. In diesem Fall hilft meist auch keine Paartherapie mehr. Im Notfall bleibt einem nichts anderes übrig als der endgültige Kontaktabbruch. Wenn es zu gefährlichen Situationen kommt, ist hier schnelle Hilfe gefragt und wichtig. Wenn Sie von Ihrem Partner bedroht oder körperlich angegriffen werden, haben Sie nicht viele Möglichkeiten. Dann hilft nur noch, das gewohnte Umfeld zu verlassen und den Kontakt vorerst vollständig abzubrechen. Des Weiteren gibt es den Fall des Stalkings, auch hier besteht dringender Handlungsbedarf. Natürlich ist die Polizei als Soforthilfe der erste Anlaufpunkt. Diese kann den Lebenspartner sofort und bis zu 2 Wochen aus der Wohnung und aus ihrer unmittelbaren Umgebung verweisen. Zusätzlich kann sie dem Täter den Schlüssel abnehmen, ihn in Gewahrsam nehmen und Gegenstände sicherstellen. Bei dem Gespräch mit der Polizei können Sie diese räumliche Trennung verlangen. Des Weiteren kann die Polizei Ihnen Kontakt zu einer Frauen-, Männer- und Kinderschutzeinrichtung, Interventionsstellen, Koordinierungsstellen oder anderen Hilfen vermitteln. Egal ob bei häuslicher Gewalt oder Stalking, können Sie sich an spezielle Fachkräfte oder das Hilfetelefon wenden. Bei beiden erhalten Sie Informationen zum Opferschutz und zur Strafverfolgung sowie Kontakt zu den jeweiligen Einrichtungen, wie zum Beispiel Interventionsstellen, Beratungsstellen und Frauenhäuser.